Okay. Ist das sein Schlafzimmer? Okay, ich habe sein Schlafzimmer gefunden. Oder kommt jetzt doch schon der Bosskampf? So früh! Ich hätte jetzt echt gedacht, es ist einfach so der Checkpoint in der Mitte vom Dungeon. Weil alle anderen Dungeons einfach so viel größer waren. Außer sie haben natürlich die Buvilla quasi mitgerechnet und dementsprechend den Dungeon hier kürzer gemacht, weil sie beides zusammengezählt haben. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Ich glaube, ich könnte Ärger kriegen. Der Stern ist fort. Und außerdem glaube ich, dass jemand ins Schloss eingedrungen sein muss. Ich will König Bowser nicht verärgern. Er ist unheimlich. Und hallo, Steve. Zwar hat er mich unbezwingbar gemacht, aber wenn ich das hier vermassle, macht er mich sicher wieder zu dem, was ich vorher war. Mario, mach dich unsichtbar. Bitte, bitte, tu's von alleine. Was tut er da? Knutscht er gerade das Bett ab? Das hilft auch nicht. Zeit für meinen Schönheitsschlaf. Oh. Süß. Ach so, ich kann mich bewegen. Ich weiß nicht, ob ich hier drin jetzt schnell laufen darf. Ehrlich gesagt. Hallöchen, ich bin Igitti. Was? Ein treuer und gesprächiger Gefolgsmann von Meister Tubba Blubba. Mein außergewöhnlich wichtiger Job ist es, seine Wertsachen zu bewachen. Aber du siehst ja gar nicht wie Meister Tubba Blubba aus. Wenn ich das wäre, müsstest du mir das auch nicht alles erzählen. Das bedeutet, du bist hier, um mich zu stehlen. Mich, den magischen Schlüssel, der die Tür zur windigen Mühle am Ende der windigen Schlucht öffnet. Und außerdem willst du wohl das Geheimnis, das sich in der Mühle verbirgt, lüften? Stimmt, wir sind ja an dieser Windmühle vorbeigekommen. Joa. Du bist eine sehr ehrliche Person, nicht wahr? Meister Tubba Blubba! Ein Dieb! Ich wusste es. Was soll der Krach? Noch 5 Minuten, Babi! Das Problem ist, ich habe sein Geheimnis immer noch nicht herausgefunden. Oh nein, er ist wach. Wir müssen rennen. Okay. Wenn wir rennen müssen, dann renne ich. Sie sagt, stimmt, hat nicht irgendwer gesagt? Irgend so ein Tipp oder so hieß doch, von wegen, manchmal muss man einfach wegrennen. Ich erinnere mich da an was. Irgendwie haben wir doch diesen Hinweis bekommen. Hey, du, Dieb, halt! Ich wollte eh nach unten. Muss ich jetzt nach rechts oder nach links? Ich glaube nach rechts. Der einfach sein ganzes Schloss kaputt macht. Eine der besten Stellen des Spiels. Okay. Ich laufe. Wie gesagt, ich meine, irgend so ein NPC meinte von wegen, manchmal muss man ja einfach laufen. Das tue ich hiermit. Nein, da kommt mir gefährlich da. Ich will das nicht. Ich will hier weg. Warum ist dieser scheiß Gang so lang? Mein Finger wird schwitzig, der rutscht vom Stick ab. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ist das hier der Eingangsbereich? Ich glaube schon. Nein, geh weg von mir! Nein, die Grabscher! Ich gehe! Bin ich jetzt safe? Irgendwie habe ich das Gefühl, nein. Nein, Buß! Nicht! Er wird gefressen! Oh. Er hat seine Grabscher getötet. Echt, wenn ich in dem Gang berührt hätte, wäre ein Kampf gekommen, den ich nicht hätte gewinnen können? Aber ich meine ganz ehrlich, wer ist denn so blöd? War doch klar, dass wir ihn nicht berühren dürfen. Endlich haben wir Tubba Blubbas Schloss erreicht. Seid ihr alle bereit? Seid tapfer. Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um Lady Boo zu helfen. Aber was können wir tun? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, die Nerven wegzuschmeißen. Unsere geliebte Lady kämpft gegen Tubba Blubba. Wir dürfen nicht zögern.
Ich sag doch, lauft. Sofort zurück! Was ist das für ein Geräusch? Tuba Blubber ist hinter dir her? Und das auf der anderen Seite des Tores? Was? Du sagst, dass du vielleicht Tuba Blubbers Schwachpunkt herausfinden könntest? Oh, natürlich! Die Windmühle am Fuße des Hügels. Du musst dich beeilen. Lauf so schnell du kannst zur windigen Mühle. Wir werden versuchen, Tuba Blubber hier festzuhalten. Das ist zu gefährlich. Er ist verrückt. Er wird jeden einzelnen von euch fressen. Hatte ich nicht ja gerade noch einen Speicherpunkt vor der Tür? Oder einen Heilpunkt? Warum lässt sich das Tor nicht öffnen? Ich weiß nicht, wie lange wir es noch halten können. Kümmert euch nicht um uns. Lauft. Lauft für unser aller Wohl. Blickt nicht zurück. Ah, da ist mein Speicherpunkt. So ein Moment ist das also. Lauf und blick nicht zurück. Ich rieche leckere Geister. Öffnet das Tor. Oh nein. Nein. Ich bin doch schon am Laufen. Die Death Flag. Aber die Musik ist herrlich. Also irgendwie dramatisch, aber im Paper Mario Stil. Also eigentlich nicht wirklich dramatisch. Die armen Boos. Ja. Nein, lasst mich alle in Ruhe. Ich muss laufen. Aber jetzt weiß ich auch, was der random NPC mal irgendwann meinte mit, dass man manchmal einfach laufen muss. Das hier. Wobei ich da auch von alleine dann drauf gekommen wäre. Boos, ihr müsst alle fliehen. Geheilt bin ich ja, ne? Ja. Versteckt euch doch alle. Also die Mühle war auf jeden Fall irgendwo hier auf dem Weg von der Villa zu Tuba Blubbers Dungeon. Also würde ich einfach mal die Mühle hier nehmen. Also der Schlüssel ist mir auf jeden Fall schon mal unsympathisch. Aber nun gut. Eine Schweigeminute für die Boos. So. Ach ja, stimmt. Ich konnte ja prinzipiell die Bodenplatten, glaube ich, mit der Stampfattacke aufdecken, nicht mit dem Hammer. Das fällt mir aber jetzt erst auf. Gut, dass da eh keine waren. Nein, ich will gegen euch nicht kämpfen. Was steht hier? Eintritt verboten. Ja dann. Warum ist hier random überhaupt ein Goomba? Zwei... Oh. Eigentlich wollte ich dir nicht auf den Kopf springen. Aber ist schon in Ordnung, wenn ich schon mal hier bin. Eigentlich wollte ich über ihn drüber springen. Aber wie gesagt, warum sind hier irgendwelche armen, kleinen Goombas eingesperrt? Killer-Sklaven-Goombas. Ist echt so. Er wird wütend. Ich kann ihn, glaube ich, immer noch auf den Kopf springen. Bin nur leider zu blöd, ihm Schaden zu machen gerade. So. Aber Lady Boo regelt. Klatsch! Die Hyper-Goombas. Und hallo, Donny. Auch wenn du nur einmal Hallo sagen wolltest, aber trotzdem. So. Genug Zeit zum Geld einsammeln muss trotzdem sein. Ehrlich, Eintritt verboten. Ja, ja. Einfach weitergehen. Ganz ehrlich? Jetzt aber Eintritt verboten. Ja. Ich hab das schon mitbekommen. Huch. Wer bist du? Das könnte ich dich auch fragen. Was, Mario? Hat dir jemand gesagt, dass ich Tuba Blubbers geheime Stärke bin? Nö. Hat jemand ausgeplaudert, dass der Tuba Blubber im Schloss nur eine leere Hülle ist und diese von hier aus kontrolliert wird? Nö, eigentlich nicht. Das warst du gerade. Man kann niemandem mehr vertrauen. Ich kann dich nicht mit dem Wissen über meinen unbezwingbaren Körper von hier gehen lassen. Tut mir leid, aber da musst du jetzt durch. Okay. Ja, der hat diesen, diesen Flicken auf der Brust. Das habe ich auch gesehen. Interessant. Das ist interessante Musik vor allen Dingen auch. Okay. Aber ich würde zumindest gerne mit Goombario einmal scannen.
Heißt, wir müssen da doch einmal wechseln. Da habe ich jetzt im Vorfeld nicht dran gedacht. So. Und dann einmal scannen. Tubas Herz. Das ist Tubas Herz. Man könnte auch sagen, dies ist das Herz von Tubas Geheimnis. Ha! Okay, war nicht so lustig. Das stimmt. KP 50, Angriffskraft 6, Verteidigung 0. Es verfügt über eine schreckliche Attacke. Wenn es die ankündigt, solltest du dich verstecken. Diese Attacke zieht dir ganze 12 KP ab. Versuche es zu schlagen, bevor es diese Attacke nochmals anwendet. Glaube mir, sie ist äußerst gefährlich. Wo wird sich in diesem Kampf als wahrer Segen erweisen? Ja, dafür musst du gleich aber erstmal wieder weg. Wenn auch ich es gesagt hätte. Oh, nur dafür, dass ich da wohl nicht kämpfen. Ja! Hehe! Ich führe nun eine meiner besten Attacken aus. Du kannst dir unmöglich ausweichen. Ich muss mich nur ein wenig vorbereiten. Hab bitte eine Sekunde Geduld. Irgendwie ist das Ding ja schon knuffig. So. Buh. Bitte wieder raus. Dann machen wir uns mal unsichtbar. Ich weiß nicht, ob er wirklich nur eine Runde braucht. Das werden wir jetzt ja feststellen. Das Herz ist echt lieb, dass es das ankündigt. Das stimmt. Ah ja, es kommt dann auch direkt. Ein Tubas Herz Plüschi. Ja. Aber okay, es ist dann direkt in der nächsten Runde immer. Alles klar. Dann springen wir doch einfach mal auf den Kopf und gucken, was passiert. Das funktioniert prinzipiell. Hey du, Geisterlady, du siehst sehr lecker aus. Bleib doch nach dem Kampf noch ein bisschen hier. Vom Kämpfen werde ich immer hungrig. Bläh, hättest du wohl gern. Du hast keine Chance, du geisterfressender Vollidiot. Mario, ich bin jetzt wirklich böse. Lass uns das Ding verdreschen. Guahaha! Oh, er will schon wieder. Aber prinzipiell ist Buja gleich nochmal dran, oder? Ach so, ich kann ihn mit dem Hammer so gar nicht treffen. Na gut, er steht auf diesem Podest, das stimmt schon. Okay, dann springe ich ihm nochmal auf den Kopf. So. Und wieder unsichtbar machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, Bu macht gerade nichts anderes. Aber wenn die Attacke halt wirklich so... Oder ist jetzt eine andere Attacke? Nee, es ist die gleiche wie gerade. Mit diesen kleinen, maskierten Herzchen. Dann... Ich muss halt nur ein bisschen gucken, weil ich ja auch für Bu die ganzen, WP brauche. Dass ich da vielleicht nicht zu viel bei Mario einsetze, weil ich ansonsten nämlich da nichts mehr habe, um mich unsichtbar zu machen. Ich meine, ich überlebe den Angriff natürlich von ihm. Einmal und auch zweimal, aber es muss ja nicht sein. Nehmen wir die normalen Sprünge erstmal. Mal gucken, was er halt sonst noch so macht. Ach guck mal, er springt doch einfach so auf mich zu. Und er ist schneller, als ich gedacht hätte dabei. Okay. Aber er macht seine Spezialattacke erstmal nicht. Das heißt, ich kann ihn ohrfeigen. Das macht ja auch viel Schaden. Ich glaube, da hat Lady Boo auch Spaß dran. Wir haben ihn schon mal die Hälfte geklaut. Aber jetzt will er wieder. Herz setzt Tackle ein. Ja, vor allen Dingen war das Herz gerade, wie gesagt, sehr viel schneller bei mir, als ich gedacht hätte. Aber es ist halt, wenn du Attacken zum ersten Mal abbekommst, musst du halt immer erst so ein bisschen gucken. So, und unsichtbar. Gut, dass ich auch so viel PP habe. Wenn auch es teilweise ein bisschen ungewollt war. Dank dem netten Zauberer. Aber wir haben danach ja gut ausgeglichen eigentlich. So. Aber das finde ich eigentlich von der Idee her ganz cool, dass Toba Bluba quasi... Es ist voll sad, dass er nur eine Hülle ist, aber... ja, finde ich eigentlich ganz interessant, sag ich mal. Ich glaube, ich werde den Moment mal nutzen, um mich ein bisschen aufzufrischen. Erstmal frisch machen. Also es ist ganz interessant, weil wir hatten ja die Kuba-Brüder, die quasi zusammen agiert hatten. Gut, letztendlich hast du gegen diesen Papp-Bowser gekämpft, aber die hatten ja... Aber die hatten auch zwei Phasen, oder? Den Papp-Bowser und dann nochmal quasi ihren Turm. Das fand ich sehr cool. Dann hatten wir das, ich weiß gar nicht, wie er hieß, aber wo die Kettenhunde halt mit beteiligt waren, was ich auch... Genau.
Was ich auch ganz interessant fand, aber ehrlich gesagt nicht sonderlich schwer. Und das ist halt auch super, dass du nicht direkt so den Boss vor dir hast und dann eigentlich noch jemand dahinter so die Fäden zieht, der nicht Bowser ist. Wie gesagt, das finde ich doch ganz interessant. Aber ich glaube, ich kann mir jetzt mal einen Powersprung leisten. So. Aber der muss doch noch eine zweite Phase haben, oder? Das ist doch viel zu einfach mit Lady Boo zusammen. Dass die Wille vielleicht irgendwann auch dazu kommt. Ja, irgendwie so. Weil ansonsten ist es halt gerade echt nicht so schwer, ne? Wenn du halt weißt, was du machen musst. Autschi! Oh, das tut weh! Ich muss hier weg! Okay. Wie gesagt, ich denke mal, ich nehme mal Gumbario, falls sie sich wieder vereinigt haben jetzt. Und itemtechnisch. Hatte ich mich? Also itemtechnisch bin ich eigentlich noch ganz gut aufgestellt. Ich nehme mal ein bisschen was für meine BP, falls jetzt wirklich direkt der nächste Kampf kommt. Weil das kann ich ja nicht wissen. Und will ich auch nicht wissen. Dass ich da auf jeden Fall vorbereitet bin und ihn auch direkt scannen kann. Ich wollte nicht in dich reinspringen! Ach, Gumbas. Kann ich nicht auch einfach fliehen? Ging das nicht? So. Obwohl ich dieses Fliehsystem echt nicht mag. Aber okay. Warum sind hier auch noch random Gumbas drin? Aber ich glaube, wenn ich sie auf dem Hinweg... Ich springe mal zu spät. Wenn ich sie auf dem Hinweg bekämpft habe... Oh, es ist nur einer, okay. Dann sind sie danach nicht mehr da. Den kriegen wir auch so eben platt. Also das Kapitel ist echt schön. Ich fand das erste eigentlich ganz schön. Klar, es war Tutorial-mäßig, aber das fand ich echt ganz schön. Wüste fand ich zur Hälfte gut. Dungeon war gut. Wüste selbst mochte ich nicht. Aber ja, das hier gefällt mir bislang auch, glaube ich, somit am besten. Weil ich auch die Buu-Villa ganz cool fand. Worum geht's? Echt, der fliegt normalerweise kurz bevor er K.O. geht. Bei 1 oder 2 KP. Ja gut. Da kam er nicht zu. Das ist ein sehr agiles Herz. Nimm mich mit. Es ist an der Zeit für eine kleine Wiedervereinigung. Okay. Oh ja, jetzt fühle ich mich gut. Wenn mein Herz und mein Körper vereint sind, gibt es keine Möglichkeit, mich zu schlagen. Er hat's gegessen. Okay, Gumbario. Dann hilf mir doch mal. Das ist Tuba Bluba, nur mit seinem Herzen wieder vereint. Dies ist dein wahres Selbst. I am thou. Maximale KP 10, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Vermutlich. Das klingt ein bisschen wenig. Seine Hip-Attacke verursacht 6 Punkte Schaden. Sei vorsichtig, ich weiß nicht genau, wie seine anderen Attacken aussehen. Aber ich glaube, er ist viel schwächer als vorher. Naja, weiß nicht. Ich meine, es wird ja einen Grund gehabt haben, warum sie sein Herz von ihm getrennt haben, damit er dann eben stärker wird. Deswegen weiß ich nicht, ob er jetzt wirklich so toll ist, wenn er jetzt quasi wieder so ist wie vorher. Aber irgendwie muss er ja ein Haken sein. Das kann ja nicht sein, dass der jetzt wirklich so schwach ist. Das sieht witzig aus. Er hat mich platt gemacht. Weil prinzipiell wäre er sonst jetzt tot. Jaul!
oh nein. Oh nein, er weint. Ich glaube, war das jetzt echt so ein Trollkampf? Nach dem Motto, das gerade war der Bosskampf und das hier ist nur so der Nachtrag, um den Spieler so ein bisschen zu trollen. Oh nein. Obwohl mein Herz und mein Körper vereint sind, bin ich trotzdem nicht unbezwingbar. Jetzt bin ich wieder der nicht unbezwingbare Tubba-Blubber. Das ist so lahm. Ich gebe auf. Vergib mir. Ich lasse auch alle Geister wieder frei, die ich gefressen habe. Hat er die noch nicht verdaut, oder wie? Oh. Der hat viele Geister gefressen. Den einen noch. In Wirklichkeit bin ich nur ein sehr sensibler Kerl, der in einem riesigen Körper gefangen ist. Ich will nicht länger unbezwingbar sein, wenn das bedeutet, dass ich gegen Leute wie dich kämpfen muss. Oh. Guaha. Geschieht dir recht. Und alle, die gefressen wurden, sind wieder zurückgekehrt. Aber ich werde allen sagen, den armen Tubba-Blubber nicht mehr zu erschrecken. Früher haben wir Tubba-Blubber Tag und Nacht erschreckt, weil er so ein Feigling war. Dann würde ich auch schon fast sagen, es geschieht euch recht, dass ihr alle gefressen wurdet. Das ist nämlich voll nicht nett, jemanden 24/7 zu erschrecken, wenn man weiß, dass er da nicht gut drauf reagiert. Das ist voll fies! Die Boos sind eigentlich die Bösen gewesen. Hätten die sich mal benommen, wäre das alles nicht passiert. Aber egal, wir bereuen es nicht. Immerhin ist es die Aufgabe von uns Geistern, die Leute zu erschrecken. Nebenbei, das war eine sehr erfrischende Erfahrung. Noch nie zuvor habe ich eine derartige Aufregung verspürt. Und natürlich habe ich auch viel dabei gelernt. Ich glaube, ich sollte etwas mehr über die Welt in Erfahrung bringen. Daher werde ich noch ein Weilchen begleiten. Geht das in Ordnung, Mario? Natürlich geht das in Ordnung. Von mir aus. Abgemacht. Du darfst dich glücklich schätzen, mit mir auf Reisen zu gehen. Warum ist sie für euch nochmal Waifu? So, Mario, wie versprochen, gebe ich dir den Stern zurück. Buhatla, komm hierher. Also, ich mag sie im Team sehr gerne. Maronus mag ich auch sehr gerne. Aber so als Charakter finde ich sie ein bisschen anstrengend. Hier, Mario, er ist jetzt frei. Ich schaue gleich nach, sobald die Szene vorbei ist. Ach ja, der etwas seltsam aussehende Stern. Achso, ich muss ihn einmal berühren. Kapitel Ende. Yay! Das hat gut geklappt. Das Geheimnis von Tubba-Blubber wurde gelüftet und Professor aus seinen Klauen befreit. Jetzt, da Tubba-Blubber nur noch ein böser Traum ist, können die Buhus nach Herzenslust herumspuken. Selbst der Wind, der sein Lied in der Schlucht erklingen lässt, scheint ihren Sieg zu feiern. Zumindest im Moment. Mit seiner neuen Freundin Bu im Schlepptau begibt sich Mario auf die nächste Etappe seiner Reise. Ja. Das war ein sehr schönes Kapitel, fand ich persönlich. Ich frage mich, wie es Mario ergeht. Glaubst du, er hat einen Weg gefunden, diesen Tubba-Blubber zu besiegen? Das frage ich mich auch. Ich bin so besorgt. Was, wenn Mario verletzt worden ist? Nun, wir sollten uns nicht mit solchen Fragen quälen. Warum schleichen wir uns nicht nochmal raus und versuchen ein bisschen zu lauschen? Wenn es Mario tatsächlich gelungen ist, Tubba-Blubber zu besiegen, dann müssen Bowser und seine Leute mittlerweile völlig aus dem Häuschen sein. Glaubst du nicht auch? Du hast recht, Twink. Es hat keinen Sinn, hier rumzusitzen und sich Gedanken zu machen. Lass uns versuchen, etwas herauszufinden. Also, ich kann ja verstehen, dass Mario seine Infos irgendwo herhaben muss. Und es hat ja auch Sinn, was die beiden machen. Aber bislang finde ich die Peach-Passagen ehrlich gesagt ein bisschen lame, weil es immer das Gleiche ist. Schleich dich raus, finde Infos, sende Twink aus.
ist so ein bisschen... Ja, Jan ist nebenbei am Spielen. Das hörst du wahrscheinlich auch. Echt? Hört man das so sehr? Ich weiß nicht. So. Die letzte Donation war von Reh. Aber es stand nichts dabei. Aber trotzdem, vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall. So. Dann muss ich wahrscheinlich wieder hier raus. Denke ich mal. Ja, dass sie das mittlerweile nicht mal weggemacht haben. Wir müssen doch mittlerweile herausgefunden haben, naja, wie ich immer ausbreche. Also bislang, wie gesagt, ich kann ja verstehen, warum es diese Peach-Passagen gibt. Also das ergibt storytechnisch auf jeden Fall Sinn. Aber ich finde, rein gameplay-technisch sind die sehr nichtssagend. Weil, klar, die Dialoge sind schön, aber es ist immer das Gleiche. Ich schleiche mich raus und werde gefasst und gebe meine Infos weiter. Also ich finde, das hätte man vielleicht ein bisschen schöner verpacken können, als wie gesagt immer wieder das Gleiche zu unternehmen. Aber es ist nur meine Meinung. Das kann nicht sein! Nein, nein, nein! Nochmal der Reihe nach, aber langsam. Euer Verdorbenheit, was ich versuche euch zu sagen ist, Tuba Bluba wurde von Mario besiegt. Nun, es ist eigenartig, weil du mir gesagt hast, dass er unbezwingbar ist, zu Peach so. Hi, ich gehe da mal wieder. Wie kann man jemanden besiegen, der doch eigentlich unbesiegbar ist? Blöder Mario. Wahrscheinlich hat er das Geheimnis herausgefunden, dass Tuba Bluba nicht mehr ganz so unbezwingbar macht. Und dann hat er ihn besiegt. Na, ich verachte Mario. Eure Schmutzigkeit, wir müssen uns rasch eine andere Taktik einfallen lassen. Mario geht nun sicher zu Shy Guys Spielzeugkiste. Das klingt immer noch nicht nach Eisgebiet, aber es klingt cool. Ja, daher sollten wir etwas für ihn vorbereiten. Ich hab gefragt, welcher der nächsten Dungeon ist. Ja, also ich will immer noch das Eisgebiet haben, aber ich finde Spielzeugkiste klingt so ein bisschen nach, weiß nicht. Spielzeugstadt oder diese eine Mario Kart Strecke und so. So nach Spielzimmer, das weiß ich nicht. Weiß nicht, aber das klingt irgendwie eigentlich ganz schön. Ich werde mich nicht mehr damit zufrieden geben, ihn verprügeln zu lassen. Wir müssen seine Schwachstelle herausfinden und ihn völlig demütigen. Ja! Kami Koopa, finde heraus, was Mario hasst und... Und Peach so. Huch! Da habe ich mich kurz verschluckt vor Schreck. Bei allen Kröten, warum? Warum ist die Prinzessin hier? Was ist nur mit den Wachen los? Nein, wartet. Das ist eigentlich sehr passend, meine schelmische Prinzessin. Wir haben gerade über die Schwachpunkte unseres Freundes Mario gesprochen. Also, Prinzessin Peach, was könnt ihr mir über diese Schwachpunkte berichten? Und ihr müsst ehrlich sein. Welches dieser Dinge hasst Mario am meisten? Goomba, Klubber, Pilz. Heißt, das, was ich jetzt wähle, kommt eventuell am häufigsten vor im nächsten Kapitel? Goomba, klar. Klubber? Was waren denn die Klubber-Gegner? Ich glaube, die mit dem Morgenstern. Oh nee, die garantiert nicht. Dann nehme ich den Pilz... So, ausgezeichnet. Gibt es noch etwas, das ihn mit Abscheu erfüllt? Fuzzy Hammerbrüder Donnerzorn. Was ist denn der Donnerzorn? Ein Item, wo das allen Gegnern Schaden macht. Ah, gut zu wissen. Gut, gut. Und wie steht's damit? Was hasst er davon am meisten? Pokey, Koopa, Trullie, Super Soda. Jo. Oh, ausgezeichnet, perfekt. Danke, Prinzessin. Haha. Stelle sicher, dass Mario über all das stolpern wird. Diesmal werden wir ihn besiegen. Hast du dir alles gemerkt, Kami Koopa? Mach dich sofort auf den Weg. Was steht da? Blehe, nie, he, ho. Irgendwie so. Natürlich, eure Knorrigkeit. Jetzt ist Mario dran. Oder etwa nicht? Oh, ich habe tatsächlich leichte Zweifel.
aber es ist ein Befehl von König Bowser. Ich habe keine andere Wahl, als ihn zu befolgen. Wir werden schon sehen. Natürlich wirst du das. Meine Taktiken sind brillant, sie sind wahre Kunst. Nun, Kami Koopa, lass Prinzessin Peach sofort auf ihr Zimmer zurückbringen. Endlich werden wir Marios Ende erleben. Endlich! Und es hinterfragt überhaupt keiner, wie ich hier hingekommen bin? Anscheinend nicht. Wachen, Achtung! Bringt Prinzessin Peach sofort auf ihr Zimmer. Jawohl, Madame. Nein, nicht schon wieder! Hat Bowser ihr gerade voll unter den Rock geguckt eigentlich? Uns hat ihr gefallen. Prinzipiell schon. Ich suche die Toilette. Ja, ich habe aber im Zimmer ja, glaube ich, gar keine. Du hast eine Badewanne, das reicht. Hallo Mario, ich wusste, du würdest es schaffen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Auf jeden Fall war die Entscheidung, dich um Hilfe zu bitten, durchaus richtig. Du bist ein großer Mann. Nein. Jetzt, da ich wieder frei bin, kann ich auch dir helfen. Ha! Also die anderen beiden Sternfähigkeiten sind eigentlich sehr, sehr praktisch, finde ich. Sowohl Auffrischung als auch das Lied. Jetzt habe ich schon mal mehr Sternenkraft. Und ich bekomme die Sternenkraft Sternensturm. Ich würde jetzt auch erwarten, dass du gleich mal was Offensives kommt, nachdem du jetzt Heilung und was Supportmäßiges hast. Ja, der Sternensturm bricht über alle Gegner herein. Mario, leider habe ich eine schlimme Nachricht für dich. Bowsers Kraft scheint von Sekunde zu Sekunde zuzunehmen. Vermutlich wächst seine Kraft aufgrund des Sternenstabes. Wir sind uns nicht mal sicher, ob er es überhaupt bemerkt. Aber ohne Zweifel hat seine Macht unglaublich zugenommen. PK Starstorm! Zukünftig müssen wir noch viel vorsichtiger sein. Ah, es tut mir leid, dass ich euch schon verlassen muss, aber ich muss zum Sternenhafen zurückkehren. Die anderen Sterne warten dort schon auf mich. Oh, und bitte, verrate niemandem, dass ich mich im Nimmer-Nimmerwald verirrt habe. Danke, Mario. Bis bald. Starlight Explosion! Das könnte es auch sein. Starlight Explosion! Okay. Dann kehren wir in die Stadt zurück. Ich glaube, dafür muss ich allerdings laufen. Weil noch habe ich ja keine Shortcuts hier, glaube ich, gelegt. Von daher gesehen... Ich könnte in der Buu-Villa einkaufen, aber ich weiß nicht mehr, wo der Shop ist. Von daher gesehen gehe ich erstmal. Aber ich könnte, potenziell. Ich könnte hier auch erstmal speichern. Ist hier auch ein Heilpunkt auf der anderen Seite? Jawohl. Nehmen wir den nochmal. Das Level-Up hat es ja nicht ganz gereicht. Außer ich war jetzt eh automatisch geheilt. Das mag auch sein. Aber ich wollte halt ein bisschen Liebe oder so. Zack. Dann würde ich aber sagen, dass wir hier mal eine kurze Pause einlegen. Ich meine, wir haben das ganze Kapitel abgeschlossen. Gut, wir hatten natürlich vorher schon viel gemacht. Also das Kapitel fand ich sehr, sehr cool. Der Dungeon war ein bisschen kurz. Aber wir hatten ja auch die Buu-Villa. Wenn man das so ein bisschen zusammennimmt, war natürlich schon einiges an Umfang da. Wobei ich sagen muss, dass ich die Buu-Villa tatsächlich sehr viel spannender fand als den Dungeon. Den Dungeon fand ich eigentlich so, weiß nicht, so der erste Tutorial-Dungeon war ja eigentlich, ja, nichtssagend, einfach halt ein Schloss. Die Wüste war halt schon sehr special. Und jetzt war Tuba Bluba, war es halt auch wieder so ein bisschen eher schlossmäßig, also nicht wirklich ein eigenes Theme. Aber das hatten wir ja hier schon in der Villa. Deswegen haben sie das wahrscheinlich so ein bisschen aufgeteilt. Aber es war auf jeden Fall ganz cool. Und ich denke, die Pause haben wir uns jetzt auch verdient nach einer Stunde. Ja. Dann kann ich eventuell auch gleich die Meerschweinchen füttern. Dann haben wir das nämlich auch schon weg. So. Einmal ins Menü. Damit wir keinen Ingame-Sound mehr haben. Einmal auf Pause wechseln. Und dann geht's gleich weiter.